Herzlich willkommen zum Gemüsefan-Podcast und auch heute an meiner Seite der gute alte Tomate. Hallo Arti und hallo an das junge Gemüse wie immer, da draußen vor dem Bildschirm. Was schauen wir uns heute an? Ja, wir schauen uns an, wir waren bei der AfD, die große Aussteiger-Doku, und manche können die Dame hier in Blau schon erkennen, Richtig, trotz es ist der schlechten Franziska Schreiber. Qualität. Ja, da müssen wir vielleicht erstmal was dazu sagen. Wir haben das Video in 1080p runtergeladen und schauen das hier an. Aber wie ihr seht, das sind keine 1080p. Also die Dateien sind 1080p, aber die werden einfach ein niedriger aufgelöstes Video hochskaliert haben. Irgendwie auf 1080p. Also wir haben jetzt eine größere Datei für schlechtere Bildqualität. Glückwunsch an dieser Stelle an die ARD und an unsere 18,36 €, die wir zahlen. Danke. Man muss noch dazu sagen, was wir jetzt hier sehen, das ist ein YouTube-Clip, den es auch so nur auf YouTube gibt, weil das ist ein Teil von einer 90 Minuten langen Doku, die in der ARD-Mediathek zu sehen ist. Und die haben halt nochmal einen extra 14-Minuten-Clip davon auf YouTube gestellt. Den gibt es halt dort nur auf YouTube, diesen 14-Minuten-Teil. Und den schauen wir uns an, weil die ganzen 90 Minuten brauchen wir uns nicht geben. Ich denke, wir kotzen hier schon nach 14 Minuten genug ab. Ja. Aber erstaunlich, weil dieser 90-Minuten-Clip ist ja in HD auf der Seite. Also, das musst du Ja, erstmal die hinkriegen, das werden. irgendwie schlechter rauszuschneiden und dann wieder hochzuskalieren. Oh, Gottes Willen. Richtig, richtig, richtig. Die werden irgendwelche Shenanigans gemacht haben. Irgend so einen Praktikanten hingesetzt oder so. Ja. Gut. Ja, Wollen wahrscheinlich. wir reinstarten, ne? Ja, auf jeden Fall, gerne. Okay. Ich bin eigentlich in die AfD eingetreten mit einem großen Veränderungswillen. Ich habe in jungen Jahren einfach gemerkt, das Land, unsere Gesellschaft, das kann doch so jetzt nicht bleiben. Das kann doch nicht unser Ernst sein, dass das alles ist, was wir erreichen wollen. Und dann kam die AfD und hat auf einmal Aufmerksamkeit auf sich gezogen und hat versprochen, alles nochmal ganz neu anzugehen. Da war ich. Es ist ein bisschen schwach, aber der erste Punkt, der mir schon auffällt, wie die mittlerweile aussieht, oder? Also, die hat schon einen ganz schönen Abstieg hingelegt, finde ich. Das ist so diese Also, ja. Fleischerei-Thekenbedienung irgendwie. Ja, Assoziiere ich mit ihr. ja. Naja. Der Schlomo hat es mal die Reikifizierung genannt. Also, wenn du anfängst, beim öffentlichen Rundfunk irgendwie zu arbeiten, dann nimmst du ab, körperlich verfällst. Und ja, die ist auf jeden Fall Auf viel einem dicker guten als früher. Weg. Und ich Ja. finde auch die Lippen irgendwie komisch. Hat die sich die Lippen machen lassen? Hat die irgendwie so eine Liposektion, nennt man das? So eine Lippen-Aufspritz-Ding gemacht? Oder ist es einfach mega viel Lippenbalsam, was die da drauf hat? Ich habe keine Ahnung, aber ich sehe halt Ja. das Doppelkinn gerade. Also da haben sie die auch wirklich Ja, das vor ungünstig allem. ausgeleuchtet und hingesetzt. Auf jeden, auf jeden. Aber gut, wir wollen natürlich auch zum Inhaltlichen gehen und da werden Was? wir noch genug zu bereden haben, glaube ich. Versprochen, alles nochmal ganz neu anzugehen. Da war ich sofort dabei. Das hat mich sofort gekriegt. Die Stimmung in der AfD in den ersten Jahren nach ihrer Entstehung war das mit das Aufregendste und auch das Spannendste und auch, es war eine sehr erfüllende Zeit. Es ist nicht zu vergleichen mit dem, was jetzt in der AfD passiert. Ganz unterschiedliche Menschen haben da an einem Tisch gesessen, ihre Erfahrungen eingebracht und wir haben zusammen überlegt, wie können wir es denn besser machen. Da muss ich jetzt einfach mal inhaltlich reingrätschen. Also, ich habe ja die AfD auch schon seit 2015 beobachtet. Naja, und ich finde, die hat sich eigentlich nur zum Besseren gewandelt, zumindest aus meiner Sicht. Weil halt die ganzen, ja, ich sag mal so ein bisschen die Soften und die U-Boote, die sind halt viele gegangen. Also jetzt zum Beispiel jemand eben wie Bernd Lucke, Frauke Petri, Jörg Meuthen. Also es gab ja immer wieder solche Figuren, die AfD irgendwie, sag ich mal, so handzahm machen wollten zu einem weiteren Spielball so in diesem Parteiensystem, dass man dann am Ende halt doch nur wieder mit der CDU koaliert und dann alles mitmacht und abnickt und sich so die Pöstchen sichert, weißt du, dass du halt einfach, du sitzt irgendwo und kassierst dann schön Gelder und freust dich, aber bewegst wenig. Und das finde ich gut, dass da die AfD entgegengesteuert hat die letzten Jahre. Ich würde sagen, dadurch, also 2013, das war so die Zeit, wo diese 2000er Treibsandperiode, wo nichts so wirklich vorangegangen ist, langsam sich dem Ende zugeneigt hat. Und der Lucke wollte ja ursprünglich so eine eurokritische, also währungskritische Geschichte aufziehen. Das war ja sein Grundgedanke damals. Und da sind natürlich ganz viele in diese Partei rein mit unterschiedlichsten Ansichten. Auch irgendwelche Karrieristen sind da rein. Und
die sind über die Jahre dann rausgekegelt worden. Es wusste halt, also man weiß bei sowas ja nie, wo die Reise hingeht. Ne? Man hat so ein diffuses Gefühl, irgendwas stimmt nicht. Und dann schaut man mal, was passiert. Bestes Beispiel sind die Piraten, ne? Ja, Die oder auch die irgendwann dann Grünen. als so grün-liberal am Ende rausgekommen sind. Ja, oder auch die Grünen selbst, als sie in den 80ern gestartet sind, dann gab es halt auch so, da wird immer berichtet, die Realos und die Fundis. Also, und mittlerweile haben sich da die Fundis mehr durchgesetzt, also dass halt wirklich so die ganz harten ideologischen Themen beackert werden. Also erstmal Klima, 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 logisch. Und dann aber auch so Sachen wie Gender und Kinderliebe, sag ich mal so. Ja, alle schönen Sachen so. Was mir bei ihr halt nicht gefällt, also, oder anders ausgesprochen, wenn du in eine Partei eintrittst, die frisch ist, sag ich mal, und irgendwann merkst du, okay, das, was ich wollte, wollen die jetzt nicht. Dann kannst du ja austreten. Ist ja alles gar kein Problem, ne? Aber das Nachtreten, Und das warum? ist es. Richtig. Und die arbeitet ja sogar richtig bei Funk, dachte ich mittlerweile, die Franziska Schreiber. Und deswegen hatte ich vorhin, das haben Stimmt, die vielleicht hat diesen einige. Podcast oder was das ist, ne? Ja, eben. Und deswegen habe ich vorhin den Begriff U-Boot verwendet, den haben wahrscheinlich einige ein bisschen jetzt als gemein empfunden. Aber bei solchen Leuten frage ich mich wirklich, sind die denn vielleicht schon von Anfang an mit irgendwie einer anderen Absicht eingetreten, um da irgendwie ein bisschen Schaden zu betreiben? Ist immer schwierig, ne? Ist schwierig, ja. Also ich würde, ja, wenn ich jetzt ehrlich drüber nachdenke, wahrscheinlich ist sie einfach nur, ich meine, sie ist ja auch sehr jung, sie ist 1990 geboren und als sie da rein ist, 2013 war sie halt 23, gut, da warst du wahrscheinlich dann doch wirklich einfach so ein, naja, so ein Altersding. Man wird ja auch reifer und älter und dass man da in der Jugend gedachte, oh cool, hier gibt es eine neue frische Partei, da gehe ich rein. Ja, und Ja. dann hat sie halt gemerkt, dass es nicht so ganz ist. Aber ja, wie du sagst, dieses Nachtreten, das finde ich wirklich schwach. Das finde ich überhaupt nicht gut. Und vielleicht noch so ein Punkt, den du meintest, mit dass du sagst, dass die AfD sich in die richtige Richtung entwickelt hat und nicht mehr so einer dieser extra Blockparteien ist, würde ich zustimmen. Ich würde allerdings sagen, dass 2013 dieser Gedanke noch gar nicht so zu Ende gedacht worden ist. Weißt du? Also, dass man damals schon gesagt hat, das sind alles irgendwelche Blockparteien, das war, ist erst Absolut. so Das in den letzten, ja, fünf, richtig. 7 Jahren so Ja, das hochgekommen. hat sich erst so entwickelt, aber viele, die halt am Anfang dabei waren, die haben das wahrscheinlich irgendwie angestrebt, dass man halt dann so eine, na, ich sag mal, irgendwo eine normale Partei ist und weniger bewegt. Und ich, also die AfD ist jetzt noch nirgends in der Regierung gewesen, sage ich mal. Und trotzdem habe ich das Gefühl, hat die AfD schon einiges erreicht, einfach weil sie den Diskurs verschoben hat. Und das ist extrem wichtig für Deutschland, dass dass dieses sehr weit nach links gerutschte Overton-Fenster wieder in die Mitte geschoben wird. Und das ist einfach schon der große Verdienst der AfD, finde ich. Selbst wenn einige jetzt sagen mögen, ja, die AfD erreicht ja auch nichts, sie wird ja nie regieren und so. Aber jetzt zum Beispiel so Aussagen wie von Olaf Scholz, der dann sich auf dem Spiegel ablichten lässt mit einer großen Überschrift, wir müssen mehr abschieben. Ja, Das stimmt. ist halt Verdienst der AfD, das muss man so ganz klar benennen. Oder letztens diese Bezahlkarte, das wäre ja vor Jahren noch undenkbar gewesen. Richtig. Pass auf, in 2 Jahren röntgen wir noch irgendwelche Mittelhandknochen. Ja, was früher als, um es mal zu erklären, Entmenschlichung oder sowas war, genau, ja. es ging um die Altersfeststellung von Flüchtlingen und da wurde halt vorgeschlagen von der AfD, naja, man kann auch einfach den Visa, du sagst Mittelhandknochen röntgen, weil da kann man sehr genau das Alter bestimmen. Und da hieß es halt damals aus der etablierten Politik, ja, das ist ja menschenverachtend, das ist gegen die Menschenwürde und so weiter, gegen die körperliche Unversehrtheit. Aber die Parteien waren übrigens alle für die Impfpflicht, nur mal so nebenbei. Also wollten uns alle, dass sich alle Leute mit einem völlig neuen Impfstoff spritzen lassen, der so noch gar nicht ausgetestet ist. Also da fehlen die Langzeitstudien einfach. Das kann man doch gar nicht vergleichen. Ja. Ah, gut, wir machen weiter. Ja. Es gab in der AfD Nazis von Anfang an. Und wenn da jemand was. Alter, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr, Adi. Ich habe jetzt eigentlich schon keinen Bock mehr. Wenn Ich das wollte jetzt. eigentlich kurz stoppen, um diese wunderschöne Hintergrundkulisse Dresdner Neustadt einfach mal Ja, das zu ist das würdigen, Nächste. aber sie kommt Ja. gleich mit Nazis um die Eben, Ecke. uns kommt gleich mit Nazis. Also ganz ehrlich, wenn man in so einer Umgebung sich aufhält, dann tickt man wahrscheinlich auch irgendwie so. Da ist Onkel Eigentlich ist aber Holger das am Anti. Weihnachtstisch, ist dann Entschuldigung. auch der Nazi. Naja. Ja, genau, das sind halt alles Nazis, außer Mutti so.
Anfang an. Und wenn da jemand was Ausländerfeindliches oder was Antisemitisches gesagt hat, da hat der ganze Saal gekrölt. Dann wurden denen gesagt, die sollen verschwinden und aus der Partei austreten und sollen sich verkrümeln. Und mittlerweile, wenn sowas geäußert wird, dann applaudiert der halbe Saal und die anderen gucken betreten zu Boden. Da muss ich auch jetzt einhaken. Was meint sie denn mit was Ausländerfeindliches oder was Antisemitisches wird gesagt? Also gerade dieses Antisemitisch, das ist einfach eine Lüge. Man muss es so offen sagen, das ist eine Lüge. Die AfD ist keine antisemitische Partei. Also sag mir mal bitte eine antisemitische Aussage und komm mir jetzt bitte nicht mit dem Denkmal der Schande. Ey, ich schwöre. Also das ist wirklich Gedichtinterpretation 8. Klasse. Naja, Denkmal der Schande, der hat das gemeint, dass es eine Schande ist. Also ist ja logisch, was der Björn Höcke damals gemeint hat. Der Holocaust war eine Schande für Deutschland, ist ja logisch. Ja, also keine gute Tat. Und dem haben wir ein Denkmal gesetzt, logisch. Heißt ja nicht, dass man irgendwie das Denkmal an sich schändlich findet, also dieses Gedenken an den Holocaust. Und das ist, was ich meine, immer diese Gedichtinterpretation, dass man vor allem was Bestimmtes reininterpretiert, dass man von vornherein sagt, ja, der muss das so und so gemeint haben und deswegen ist das so. Genauso zum Beispiel mit dem, Björn Höcke hat mal gesagt, dass irgendwie Parteimitglieder ausgeschwitzt wurden. Wie kann man denn in seinem Kopf darauf kommen, dass das was mit Auschwitz zu tun hätte? Also das geht mir einfach in den Kopf. Also klar, ich verstehe schon, wie das geht. Es ist einfach boshaft. Es ist naheliegend, klar. Und wenn du dann noch halt von den Medien den Spin gibst, dann verfängt sich das. Aber das ist halt nicht realistisch. Also ich finde es richtig. Ich finde es halt spannend die ganze Zeit. Also sie ist ja seit 2017 raus, dass sie jetzt noch so gute Insider-Informationen hat, wann der Saal krölt und wann Ja, genau. Das ist schon seltsam. Im Moment noch nicht vielen ein Begriff, aber das soll sich ändern. Denn Dr. Frauke Petry gehört zum Führungstrio der neuen Partei Alternative für Deutschland. Ich habe Frauke Petry relativ früh kennengelernt und ich war sofort quasi schockverliebt in diese Frau. Also erstmal von ihrer, die Schaffenskraft, die kriegt in einer halben Stunde mehr geregelt als ich in zwei Tagen. Die 37-jährige promovierte Chemikerin gründete in Leipzig ihre eigene Firma, die flüssiges Reifendichtmittel herstellt. Die vierfache Mutter will vor allem die Demokratie wiederbeleben, Deutschland innerhalb der EU stärken. Ich habe sofort gemerkt. Ganz kurz, wusstest du, dass die Frauke Petry ein Bundesverdienstkreuz bekommen hat sogar? Das weiß ich durch dich, ja. Ja, das wissen viele gar nicht. Die Frauke Petry, bevor sie halt in der AfD aktiv war, hatte ein Bundesverdienstkreuz bekommen. Und zwar von Joachim Gauck. Von Joachim Gauck damals. Ja. Genau, also der hätte das nie gemacht. Das wäre so nie durchgekommen, dass jemand von der AfD ein Bundesverdienstkreuz kriegt. Das war halt damals noch so vor dieser Parteienzeit. Und da ging das. Also, ja. Auf jeden Fall, Frauke Petry, das kann man schon sagen, die ist... hat sie auch verdient gemacht. Ich fand die auch gut, so wo die damals Parteichefin war. Aber ja. Die ist dann wirklich falsch abgebogen einige Mal. Und da war es, finde ich, völlig okay, dass man dann als Partei sagt, naja, wir wollen jetzt einen anderen Vorsitzenden. Weil das war genauso bei ihr so das Ding wie bei Meuthen, der dann auch hier noch kommt, halt immer dieses Anbietern an die Mainstream-Medien und vor allem so über jedes Stöckchen springen. Mhm. Zum Beispiel, wenn halt sowas kommt wie mit dem Denkmal der Schande, Auschwitz und so weiter, da ist dann immer die erste Reaktion von solchen Politikern gewesen, ja, nee, sie haben ja recht, ich distanziere mich davon. Nein, du darfst dich davon nicht distanzieren, weil das ist einfach halt, das sind halt nur so Unterstellungen. Ja, also, die Frau Petry war in der Hinsicht wie so eine Art Bauernopfer zu sehen, dass man das erst lernt, dass selbst wenn du der Presse das gibst, die dich trotzdem weiter hast. Ja. Und dann war sie halt weg und bei Meuthen dasselbe und jetzt ist man zu der Erkenntnis gelangt, es ist egal, ob wir uns distanzieren oder nicht. Und das wundert mich halt gerade bei der Frau Petry, weil die ist ja auch nicht unfrei von Skandalen gewesen. Also da gab es zum Beispiel mal diese Story hier mit dem an der Grenze schießen 2015. Ja. Das war ein Satz, der von ihr kam. Also ja, dass die Bundespolizisten auch von der Waffe Gebrauch machen müssten, um die Grenze zu sichern. Mensch, was so ich finde, eine völlig korrekte Aussage ist. Ja, weil es so im fucking Gesetz steht. Ja, und die hat dafür ja auch einen Shitstorm kassiert. Also... ja, da hättest du eigentlich draus lernen müssen, dass man halt eben nicht über jedes Stöckchen springen muss von den Medien. Du kannst sie nicht befriedigen. Du kannst noch so den Medien entgegenkommen, die werden dich immer hassen. Ja, aber ich denke, das war damals noch nicht so klar, dass die Feindschaft so endgültig ist. Also, dass man, die hat bestimmt gedacht, wenn ich denen jetzt ein bisschen wieder entgegenkomme, dann negiert sich das und dann ist man wieder auf einem neutralen Grund unterwegs. Arschlecken. Mhm. Du bist auf der ihrer Liste und egal, was du machst. Ja, aber wie gesagt, das war noch zu lernen damals. Ja. Wahrscheinlich, ja. Ich habe sofort gemerkt, okay, ich will
Ich will irgendwie, mit dieser Frau zusammenarbeiten, ich will die irgendwie unterstützen. Und das hat auch dazu geführt, dass ich ja am Anfang nur durch diesen persönlichen Kontakt gegen Lucke war. Zwischen Bernd Lucke und Frauke Petri hat inhaltlich kein Blatt Papier gepasst. Die beiden waren sich bis auf ganz wenige Nuancen inhaltlich komplett einig. Es hätte diesen Bruch zwischen den beiden gar nicht gebraucht. Das war eine Macht. Das war einfach nur ein Machtkonflikt. Schön die bedrohliche Musik jetzt hier irgendwie rein. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob das so war, aber ich muss dazu sagen, mit Bernd Lucke die Zeit, das ist einfach schon zu lange her. Ich wüsste jetzt halt nicht, wie er so drauf war, was das Thema Migration anging. Ich habe es nur so grob in Erinnerung, dass er da nämlich softer drauf war und dass das schon den Unterschied war, weswegen dann die VGP sich durchgesetzt hat, weil das die Parteibasis besser fand, einfach, dass die noch härter geschossen hat gegen die illegale Einwanderung. Ich meine, es ist ja alles vor 2015, ne, was wir hier sehen, also dieses große Migrationsproblem, dass es so, sich so nach außen kehrt, ist ja da erst wirklich zutage gekommen. Ne? Vorher war ja diese Wirtschafts-Euro-Krise 2008 oder wann das war, ne? Im Juli 2015 trat er aus der AfD aus, stimmt. Also, und im September 2015 war ja diese große Grenzöffnung von Angela Merkel, wo dann massig Syrer kam. Da ist er kurz davor noch ausgetreten. Interessant. Das war auch so die Pegida-Zeiten alles, also das war dann so ein großes Thema immer in den Medien. Ja, Pegida, böse Menschen verachten, Nazis demonstrieren wieder. Er kennt das alles, zur Genüge, ja. Es ist etwas ungewöhnlich. Bernd Lucke, einer der AfD-Parteivorsitzenden, gründet einen Verein in der eigenen Partei. Der Name Weckruf 2015, das Ziel, Ausgrenzen des rechten Parteiflügels. Der Weckruf war ein Zusammenschluss von vielen Leuten in der Partei, die bemerkt haben, dass das Thema Islamkritik langsam zu Islamfeindlichkeit umschwenkte, bei Teilen der Partei. Es gibt... Stimmt, das war ja hier so dieses ganze Charlie Hebdo und Bataclan, das war ja davor. Stimmt. Stimmt, auf jeden Fall. Das so durcheinander. Oder, richtig. Ja. Im Jahr 2014 war im November der Anschlag auf Charlie Hebdo und im Jahr 2015 dann auf den Bataclan im Sommer. Richtig, und da war natürlich das Thema Islamismus auch sehr präsent. Ja, gut, ich muss dazu sagen, was jetzt der Typ hier gesagt hat, das war für mich schon wieder so ein Gekacke. Naja, Islamkritik schlägt in Islamfeindlichkeit um. Also, weil ich das einfach als hart übertrieben mal wieder sehe. Also, ich meine, man muss halt Islam hart kritisieren. Ich finde, Islam ist wirklich überhaupt keine gute Religion. Also, gibt so unfassbar viel zu kritisieren. Ich mag das auch nicht, wenn Leute das mit dem Christentum vergleichen oder so. Ich finde, da liegen Welten dazwischen. Aber allein sowas zwischen schon. Mohammed und Jesus. Ich meine, Jesus ist am Kreuz gestorben und wenn ihn jemand abgestorben hat, hat er gesagt, ja, nee, hier, vergib ihn, Vater, sie wissen nicht, was sie tun. Mohammed war Kriegsführer. Er war der mit der Lanze, wenn man so... Ja, Mohammed hat aktiv Krieg geführt, richtig. Und hunderte Menschen ermorden lassen. Also, da gibt es zum Beispiel diese Story mit den Quraysh. Das war so ein jüdischer Stamm. Da hat er als Haufen die Männer ermorden lassen und dann vom Häuptling oder sowas hat er die Tochter oder so, das war dann halt, hatte er sich zur Sklavin, zur Frau genommen und tausend solche Sachen, also kannst du den Mohammed mit Jesus vergleichen. Na gut, ich schweife. Ihr hört schon, das war der beste Mensch, der je gelebt hat. Ja, so unfassbar. Bei Teilen der Partei. Es gibt eine Unzufriedenheit im moderat-liberal-konservativen Teil der Partei mit Äußerungen, die teilweise von führenden Parteifunktionären sehr viel stärker aber noch in Teilen der Basis gemacht worden sind, die die AfD eher erscheinen lassen als eine Art Protest- und Wutbürgerpartei. Für uns war das so, Bernd Lucke wollte die Alleinherrschaft der Partei, der wollte die Partei auf Linie bringen, der wollte... Da muss ich nochmal kurz hier reingrätschen einfach. Ich habe mir das gerade so ein bisschen wirken lassen, wie hier der Bernd Lucke gesprochen hat. Einfach auch von der Art, das war halt noch so wirklich so, ja, dieses, wie soll ich sagen, so ein bisschen dieses Energielose auch einfach. Also der hat wenig Energie gehabt und deswegen musste der auch einfach gehen. Also er wirkt blass, ja. Er wirkt halt blass, genau. Und gerade die AfD, die Themen, die AfD hat, die sind halt... Da brauchst du Energie, um dich durchzusetzen, weil die Medien dir nur Steine in den Weg legen. Du kannst da nicht so schlaff ankommen. Du wirst sonst nicht ernst genommen. Und das war auch so das Problem. Gut, mach mal weiter, oder? Uns war das so, Bernd Lucke wollte die Alleinherrschaft der Partei, der wollte die Partei auf Linie bringen, der wollte quasi uns zu einer Partei wie jeder andere machen. Ein Vorsitzender, der entscheidet, wo es lang geht. Der wollte diese Mehrfachspitze abschaffen. Gut, das mit dem Ein- oder Mehrfachvorsitz, das ist ja auch total von Partei zu Partei unterschiedlich. Sie macht ja gerade das Bild auf, dass in jeder Partei gibt es nur einen Vorsitz. Das ist ja Blödsinn. Ja, vor allem finde ich es irgendwie irrelevant,
Also klar, der Vorsitzende ist schon wichtig in der Partei, aber der bestimmt ja nicht allein die Politik. Also ja, das macht ja immer noch die Basis. Also. Eben, und gerade bei der AfD in den ersten Jahren, da gab es ja so extrem viele solche Versammlungen, bei den Parteitagen, wo die erstmal sich über ein Grundsatzprogramm einig werden mussten. Und da konnte ja die ganze Basis abstimmen. Mhm. Und das ist ja nämlich auch, um das vielleicht noch aufs Parkett zu bringen, das war auch immer so ein bisschen ein Kritikpunkt innerhalb der Partei. Und zwar konnte halt wirklich jeder bei diesen Bundesparteitagen hingehen und mitstimmen für eine bestimmte Richtung. Und das Problem war jetzt, dass dadurch, wo der Parteitag stattgefunden hat, hat halt maßgeblich beeinflusst, wer sich durchsetzen kann. Weil wenn du jetzt zum Beispiel, was weiß ich, im Westen irgendwo diesen Parteitag machst, dann kommen halt weniger Ostmitglieder dahin, weil die halt die weite Reise nicht wagen. Dann können halt mehr Westler dort abstimmen und so weiter. Mhm. Und das System hast du so, dieses krass basisdemokratische System hast du so in anderen Parteien schon längst nicht mehr. Also in anderen Parteien, da hast du halt delegierten Parteitage. Das heißt, jetzt zum Beispiel Grünen Parteitag, da kommen halt wirklich nur die wichtigen Grünen. Kommt nicht jeder Hans Wurst aus Dresden, Kamenz, sonst was. Ja. Genau, da hast du eine Vorselektion. Richtig, richtig. Aber ich glaube, mittlerweile ist die AfD ja auch auf diesem Trip. Ich glaube auch. Weil es geht halt nicht anders. Es geht nicht anders. Es geht gar nicht anders, ja. Also ich habe mir auch diese Parteitage immer mal reingezogen, die Streams manchmal aus Gag. Und das ist wirklich anstrengend. Also weil dann wirklich jeder Hinz und Kunz irgendeinen Antrag stellt, dann heißt es immer, ja, Antrag der Geschäftsführung so und so, und dann müssen alle abstimmen. Das ist ein ewiges Prozedere. Wir sind ja hier in Deutschland, das wird alles stringent bis zum Ende durchgezogen. Ja, hat ja auch seine Richtigkeit, aber das ist wirklich extrem enervierend. Ja. Und Frau Petri hat Macht. Die Stimmung war, ich habe sowas nie wieder erlebt. Ich glaube, jeder, der in der Halle war, an dem Tag, vergisst diesen Tag sein Leben lang nicht. Ich erinnere mich, es war unheimlich warm an dem Tag. Es war wirklich ein extrem heißer Sommertag und wir sind in... Wer ist denn das hier eigentlich? Den habe ich noch nie gesehen. Ich habe keine scheiß Ahnung. Und der hat auch gar keine Bauchbinde bekommen. Also so ein Untertitel, wo halt da steht, wer der ist. Also zumindest habe ich das jetzt nicht gesehen. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Das ist so ein typischer Typ. Er wollte auch mal sich wichtig machen und hat jetzt hier mal seine 2 Minuten Ruhm noch in der Doku bekommen. Genau. Auch so gegen die AfD schießen, ja, da bin ich nochmal wichtig. Es sind die auch ankamen mit Kennzeichen und haben erkannt, dass die aus dem Osten kamen. Also man kam sehr organisiert zu diesem Parteitag. Was? Da kamen Leute aus dem Osten zum Bundesparteitag nach Essen. Wie können die es wagen? Wie können die es wagen? Da sind die über die Grenze gefahren. So war das aber nicht geplant. Ja, so hat das nicht geplant. Eieiei. Und da haben wir schon extra den Bundesparteitag im Westen stattfinden lassen. Parteitag? Der Parteitag war in Essen. Volker Petris Machtbasis ist im Osten. Natürlich hat sie Busse bezahlt. Bernd Lucke hat auch Busse bezahlt. Aber er war bei der Organisation dieser Sache nicht so gut. Wir hatten den Weckruf ja schon gegründet und wurden auch sehr schnell sofort angefeindet aufgrund Lage des gegründeten Weckrufs. Okay, dann weiß ich jetzt, wer er ist, ohne seinen Namen zu wissen. Er ist ein Kack. Ja. Die Gespräche im Hintergrund waren ja, wie werden wir den Professor wieder los? Da waren über 40 Grad Hitze in der Halle und die Klimaanlage funktionierte nicht. Und es war ja eine politisch völlig aufgeheizte Stimmung. Das war auch die Art und Weise, wie die den Bernd Lucke niedergeschrien haben. Das war das erste Mal, wo mir Pöbel in der Partei auffiel. Da wurde richtig gepöbelt. Das waren Proleten. Alter Meuten, ey, wie ich den gerade so hasse für dieses Interview. Das ist wirklich schwach, also so bei der AfD nachzutreten. Also wirklich, dem sein einziger Sinn und Zweck im Leben ist doch wahrscheinlich nur noch der AfD Schaden zuzufügen. Und ich verstehe gar nicht, warum. Also das finde ich echt nicht gut. Das ist, das hat für mich so dieser ganze Clip generell, diese ganze Doku, schon bevor wir das gesehen haben, habe ich mir so gedacht, habe ich intern zu dir gesagt, Arti, naja, das ist so ein bisschen der Verräter-Clip hier. Also, ja, weil wirklich dieses Nachtreten, das finde ich unter aller Sau. Na, ich denke, Frau Schreiber wird kein U-Boot sein, aber bei ihm habe ich sehr starke U-Boot-Gefühle tatsächlich. Denn wenn es ihn so gestört hätte jetzt, dass dieser Pöbel in der Parteibasis auf einmal sich davor tut, ja, warum bist du denn damals nicht schon gegangen?
Ja, wird eben, doch nicht er war weniger, ja, wenn Lucke raus ist und du dann irgendwann den Vorsitz übernimmst. Also das ergibt doch gar keinen Sinn. Richtig. Weil kurz danach begann ja erst seine Zeit dann als Parteivorsitzender. Ich muss mal hier Meuthen. Von Juli 2015 bis zu seinem Austritt am 2022 war er einer von zwei Bundessprechern. Ja. Also es geht um diesen Parteitag in Essen. Da ist er zum Bundessprecher geworden und beschwert sich jetzt, dass er Pöbler waren. Also ja, da muss man sich mal überlegen. Der hat sich von Pöblern, vom Pöbel wählen lassen. Also das ist dieses Ding. Also der war schon damals irgendwie, ja, also tatsächlich so wie ein bisschen wie eine Schlange, ne? Also ein bisschen falsch, dass man so über die Leute denkt und sich anders gibt. Also das ich ganz würde, mies, wohlwollend würde ich sagen, dass er sich vielleicht, wenn er jetzt kein U-Boot gewesen wäre oder ist, sein sollte, sondern einfach nur der Kack, der er ist, dass er gedacht hat, naja, die kriege ich schon noch domestiziert. Ne? Die toben sich jetzt aus und dann bringe ich aber das Schiff wieder auf Kurs, ja, genau, und so irgendwie sowas. Ja. Okay, okay, übrigens, ich lese gerade hier, ganz kurz, Moment. Und die, also er ist ja dann danach in diese Deutsche Zentrumspartei gegangen. Ach, wo wir mal den Wahlwerbespot gesehen haben, ne? Ja. Ja, und aus der ist er auch schon wieder raus. Oh, waren da auch zu viele 23. Pöbler? Da waren bestimmt auch zu viele böse Pöbler, richtig. Was macht er jetzt? Gar nichts, vorwarten, dass er warte mal, ganz kurz. Ich frage mich, was der wählt. CDU. Also wählt er CDU? Ja, bestimmt. Oder gar nichts. Vielleicht ist er auch so desillusioniert mittlerweile. Das kann auch sein. Als Professor steht. Der wusste gar nicht, wie ihm geschah. Der wusste echt nicht, wie ihm geschah. Ich habe natürlich die Sorge, dass ich die Stimmungen, die hier im Saal aufkamen, die ich ja als populistisch gekennzeichnet habe, dass die in der Partei maßgeblich werden. Und das wäre meines Erachtens das Ende der AfD, für die ich gestanden habe. Gut, dass er das noch gesagt hat, das Ende der AfD, für die er gestanden hat. Das ist richtig, aber natürlich nicht das Ende der AfD, da wollte ich nämlich schon einhaken. Mhm. Weil tatsächlich ist ja die AfD nie so stark gewesen wie jetzt. Und das liegt, finde ich, maßgeblich daran, wie sich die Partei in den letzten Jahren aufgestellt hat. Eben Klartext reden. Also das wird immer so als Populismus angefeindet. Aber was heißt denn Populismus? Einfach, du machst dich beliebt. Also du sagst halt die Sachen, die dem Volk auf der Zunge liegen, die denen auf den Nägeln brennen. Jeder Politiker, der Populismus vorwirft, macht nichts anderes. Also richtig, am Ende des Tages versuchst du, den Wähler zu erreichen. Und um das zu schaffen, musst du populär sein und Populismus betreiben. Im wahrsten Politik Sinne des Wortes. Politik ist Populismus, richtig. Ja. Politik ist Populismus. Du musst dich halt vom Volk wählen lassen. Und dann sagst du halt Sachen, die dem Volk gefallen. Also das kann doch niemand. Du gehst doch als Robert Habeck nicht in den Wald mit so einer Kiste, auf die du dich stellst und deine Rede hältst. Und ja, keiner genau. Hört sie. Das ist ja Blödsinn. Genau. Ich meine, gerade die Grünen sind ja die größten Populisten. Die stellen sich auch irgendwo hin, halt vor ihre Leute, die dann ingenehm sind und tun denen dann was Blaues erzählen und versprechen, was sie sich jetzt zum Beispiel zum Thema Klima, dass wir die Welt retten und dass sie kurz vorm Untergang ist, das ist auch Populismus. Ja, und ich würde das niemals jemandem irgendwie zum Vorwurf machen. Es gehört einfach zum politischen Tagesgeschäft dazu. Richtig, das gehört dazu. Ja. Liebe Parteifreunde, wir haben ein Ergebnis. Es wurden insgesamt 3.428 Stimmen abgegeben. Und die Wahl gewonnen mit 2.047 Stimmen, entspricht 60% Frauke Petri. Als dann. Und das nennt man halt Machtkampf, ja. Ja, also ist doch klassische Demokratie, die Mehrheit hat halt sich für die Frau Gepetri entschieden und gut. Also dass jetzt hier nochmal so die Verlierer hier so reingezerrt werden und sich da nochmal über alles beschweren können. Gut, wobei, nee, sie stand ja sogar hinter der Frau Gepetri. Das war ein schlechter Punkt gerade. Aber du weißt, was ich sagen will. Ich finde dieses ganze nochmal, wir graben das nochmal aus und wollen auf der AfD rumhacken, dieses ganze Ding, ich finde das einfach überhaupt nicht sinnvoll. Es geht wirklich nur darum, der AfD zu schaden von öffentlich-rechtlichen Medien. Es geht auch nicht um eine, sage ich mal, eine sachliche Kritik oder so. Also was mir jetzt persönlich die ganze Zeit missfällt, ist dieses Setting, was hier aufgebaut wird. Immer wieder diese leere Halle zu zeigen, wie, ja, so ein Denkmal. Hier war damals dieser Parteitag der Schande, wenn man jetzt mal bei diesem bleiben will. Ja. Also,
Und vor allem auch die bedrohliche Musik. Ich mache noch mal ganz kurz zurück hier, nämlich wo die Stühle kommen. Achte mal auf die Musik. Als dann Frauke Petry gewonnen hat, ich glaube, dieser Jubel, der danach kam, war, glaube ich, so ungefähr ein halbes Jahr lang der Klingelton meines Handys. Das ist auch schon irgendwie ganz schön strange, oder? Also. Die war halt so ein richtiges Fangirl anscheinend, ja. Ja, übelst. Also, ich weiß nicht, wenn der Inhalt deines Lebens ist, irgendwie ein Applaus auf dem Parteitag, schwierig. Also, such dir Hobbys. Als Herr Luke abgewählt wurde dann. Ja, du hast halt hier, wenn du jetzt nochmal wegen der Musik, du hast halt sowieso bei Spiel mir das Lied vom Tod oder sowas. So den Gongschlag die ganze Zeit. Ja. Also auf jeden Fall soll irgendwie bedrohlich wirken. Ja. Das kann man schon sagen. Ja. Frauke Petry dann Sprecherin der Partei wurde, halten halt erst Petri-Heilrufe und irgendwann teilweise beigemischt Heil-Petri-Rufe durch die Halle. Es war mal so. Heil Petri. Also, weil einige Petri Heil gerufen haben, weißt du, wie dieser Anglergruß. Aber, ich weiß nicht. Also. Da hätten wir doch jetzt Tonaufnahmen. Da sind doch 1000 Kameras gerade gewesen. Erstens das und vielleicht hat der eine gerade gerufen Petri Heil und dann hat der nächste gleichzeitig, wo der andere mit seinem Heil aufgehört hat, gerufen Heil und dann Petri Heil wieder, weißt du, und dann vermischt sich das so. Also, ja. Und selbst wenn, ich meine, Heil Petri ist nun mal nicht Heil Hitler, also. Naja. Gut, man will das halt hier alles so zusammenmengen. Also, Hauptsache, man hat nochmal so irgendwie so Richtung Nazis gewunken. Das ist so ein Witz einfach, ja, aber. Ja, ich weiß Leute, die es gemacht haben, aber das war jetzt nicht, dass das ein Massenphänomen auf dem Parteitag gewesen wäre. Aber ja, hat es gegeben. Also, die Berichte darüber, dass das gegeben hat, sind korrekt. Hat es gegeben. Ah, okay, interessant. Also sprich, ein paar Hanseln haben das gesagt. Ne? Mehr sagt sie jetzt. Ja, der Beweis ist jetzt Franziska Schreiber, der wir so viel vertrauen können als Funkmitarbeiterin. Also ich bin ein bisschen vorsichtig, aber also ich tue das ein bisschen mit einem Löffel Salz nehmen. Es war wieder so eine typische Verenglischung jetzt des Deutschen, tut mir leid. Ich hatte Frauke Petry immer als jemanden empfunden, die Sachen geregelt kriegt, die Sachen, na, die, ich habe auch gedacht, sie wird sich jetzt darum kümmern, dass Höckes Flügel an Bedeutung verliert. Das ist jetzt auch gar nicht mehr nötig, ne, weil jetzt haben wir nicht mehr diesen Wischiwaschi-Wessi-Professor dort an der Spitze. Wie sollte sich jemand für Höcke entscheiden können, wenn er mit Frauke Petry jemanden hat, der vernünftig ist und ja nun wirklich auch nicht weich gewaschen? Kennt sich doch besser aus, aber dort, wo zu dem Zeitpunkt, wo dieser Parteitag war, hat da Höcke schon jemand, der wirklich... Ja, tatsächlich. Also, ja, Höcke war schon ziemlich früh groß. Also, jeden Fall, als ich damals bei Pegida war, war der auch schon im Gespräch und alles. Und das muss ich sagen, der Höcke hat sich halt sehr lang gehalten, einfach weil er gut ist. Ich meine, auch da wieder, man braucht sich doch nur die Umfragen anschauen in Thüringen. Also, die AfD, die könnte dort ernsthaft stärkste Kraft werden. Und das wirst du nicht, weil du irgendwie ein schwacher Politiker bist. Ganz im Gegenteil, Höcke ist richtig gut und das war der auch damals schon. Also ich fand jetzt auch von ihr doof, von der Franziska Schreiber, so dieses typische Anti-Höcke-Ding, so von wegen Höcke müsste weg. Also warum kann man das nicht einfach nebeneinander lassen? Also eine Partei braucht halt verschiedene Charaktere. Also hast du halt den einen, der ein bisschen sehr, ich weiß nicht, also ich finde, Höcke hat immer so was Pathetisches, weißt du? Und das finde ich gut tatsächlich. Ich mag den Höcke total. Also der appelliert halt immer so, naja, so an alte Begriffe, was halt ihm immer so ein bisschen diesen Nazi-Ruf einbringt. Aber sowas wie Gemeinschaft, Patriotismus, Volksliebe, solche Dinge. Mhm. Und dann gibt es halt andere Charaktere, die sind halt sachlicher. Die reden dann, was weiß ich, wie Peter Böhringer über Wirtschaft, über Zahlen. Und brauchst halt solche Leute, die verschiedene Leute ansprechen, weil es ist ja natürlich nicht jeder gleich. Also ich weiß, dass nicht jeder Höcke-Fan ist, aber genauso ist auch nicht jeder eben Peter Böhringer-Fan. Also was für jeden Typus Menschen einen anderen Politiker. Jetzt, wo du das nochmal so aufgeführt hast, wofür Höcke steht, ist mir nochmal klar geworden, dass ich überhaupt nicht weiß, was sie eigentlich will. Sie hat am Anfang mal gesagt, ich bin da reingetreten, weil ich wollte, dass es anders wird. Ja, stimmt. Aber was jetzt eigentlich ihre Kernziele sind, das kann ja alles so nichts sein. Also sie könnte den Kommunismus einführen wollen oder sonst was. Also, wahrscheinlich war es bei ihr wirklich auch so eine Eurokritik. Und ja, vielleicht so in Ansätzen gegen Migration, aber halt so in weichgespült, weißt du, von wegen so FDP-mäßig. Ja, Migration brauchen wir doch, wir brauchen Einwanderung für die Arbeitskräfte und so weiter.
Und das, finde ich, ist halt auch so eine These, die abzulehnen ist. Ja, da tut sie gut daran, das jetzt nicht mehr zu sagen. Ne? Hm. Ja, genau. Und da würde sie ganz schnell gefressen werden. Pardon. Ja, okay. Verwaschen. Ich, für mich war damit sozusagen die Partei in guten Händen und ich dachte so, so kriegen wir das hin. So, und das war dann das letzte Mal, dass ich noch große Hoffnung in der Partei hatte, weil danach ist alles noch schlimmer geworden. Ich habe irgendwann mal festgestellt. Noch schlimmer, also da fandst du es doch richtig gut. Naja, egal. Dass auf meinem Handy praktisch nur noch AfD-Nummern sind. Wenn das Telefon geht, wer ist es? Es ist irgendjemand aus der Partei und es geht immer um Parteigeschichten. Und da verstärkt sich das. Und man ist in so einem Maschinenraum einer Partei praktisch drin. Man kriegt die anderen Positionen nicht mehr. Das ist doch dein Problem. Wie bitte, also, was? Ja, dann umgib dich halt mit doch anderen der, Leuten. Der die Nummern einspeichert. Vor allem, wenn du der Vorsitzende einer Partei bist, dann wunderst du dich darüber, dass dich Leute aus der Partei anrufen oder was? Also, hä? Was ist denn da los? Oh Gott. Ja, er beschwert sich gerade über seine eigene Echokammer. Also, darüber kann ich mich jetzt zum Beispiel nicht beschweren. Also, ich bin ja rechts, aber ich habe auch viele linke Freunde. Und hab da auch immer Kontakt und Diskussion aber mit anderen Sichtweisen. Du, falls der Meuthen das mal sehen sollte, das Video, wie hast du das geschafft? Man muss wahrscheinlich wirklich erst Parteivorsitzender werden, damit man das schafft. Damit man sich nur noch mit Rechten umgeben kann. Ich meine, wie hast du es geschafft, noch den linken Kontakt aufrechtzuerhalten? Ich? Ja, verrat uns den Zaubertrick. Ja, der Zaubertrick ist oft einfach mal die Dinge auf sich beruhen sein zu lassen. Kann ich jetzt zumindest aus meinem Freundeskreis sagen, dass wenn einer mit so einem Politik-Scheiß anfängt, entweder das Thema abzulenken oder dann zu sagen, komm Junge, du weißt doch ganz ehrlich, dass ich es einfach völlig anders sehe wie du, lass uns doch jetzt darüber den Scheiß zum dritten Mal diskutieren, weil wir haben darüber schon oft diskutiert und irgendwann bringt es dann einfach nichts mehr. Also ich sag dann immer, naja, wenn ich eine Politikdiskussion sehen will, dann schalte ich Markus Lanz an oder so, oder? Hart aber fair. Also das brauchen wir doch jetzt nicht im echten Leben haben. Das heißt, du hast die Nummer nicht gelöscht. Nee. Hat er ja anscheinend gemacht. Naja. Viel zu viele AfD-Mitglieder und AfD-Funktionäre, die befinden sich in einer reinen Filterblase. Deren Facebook-Timeline wird geprägt ausschließlich von Mitgliedern und Sympathisanten der AfD. Also bitte, als wäre das bei anderen Parteien nicht so. Ganz ehrlich, jemand, der nur öffentlich-rechtliche Medien konsumiert, der ist auch in einer riesigen Filterblase. Ja, wir sind alle in irgendwelchen Blasen. Das ist immer so schwach. Ja, das ist richtig schwach. Also dieses Blasenvorwurf gerade vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wo einfach so viele Sachen auch nicht thematisiert werden. Ja. Übrigens, ein kleiner Off-Topic-Ding, aber ich bring's jetzt mal, weil ich es lustig finde. Schau dir mal bitte die Couch an. Das ist genau das, worüber ich mal mit dir gesprochen habe, Arti. Das ist so eine Couch, wo die Sitzfläche viel zu tief ist. Und guck mal, jetzt hat er sich nämlich zwei Kissen nehmen müssen, um dort gescheit zu sitzen auf der Couch. Ja. Weil wenn er ganz hinten sitzen würde, dann würde er nämlich richtig mit der Kniekehle bis vorne rankommen. Dann würde er wie so ein Kind vorne die Füße baumeln haben. Und das ist das Problem bei vielen Couches. Das sage ich euch, Leute. Achtet mal darauf. Aber was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist dieser Globus da rechts mit dieser Minibar drin. Das ist geil. Das hat Stil. Ja. Auf jeden Fall. Die haben irgendwann ein sehr verzerrtes Weltbild. Das liegt daran, dass sich diejenigen von ihnen verabschieden und nicht mehr in ihrer Wahrnehmung stattfinden, die politisch anders denken, die sie deshalb auch ablehnen. Und da muss ich nochmal einhaken. Nee, das sehe ich einfach überhaupt nicht so, weil gerade als AfDler bist du ja trotzdem immer noch in der Minderheit, weil du kriegst ja als AfDler trotzdem extrem mit, was so in den großen Medien geschossen wird gegen die AfD. Da heißt es doch nur noch, du bist Nazi und Faschist und irgendwas. Also, wir hatten das jetzt erst vor kurzem an der TU Dresden zum Beispiel. Da ist ein Kumpel, der studiert dort noch. Und da geht halt eine E-Mail rum. Ja, da wird dann aufgerufen an alle TU Dresden-Mitglieder, dass man sich an dem und dem Tag doch bitte teilnehmen soll an irgendeiner Anti-AfD-Demo in Dresden. Also, hier war der Einladung, was ich sagen will, ganz kurz, wir sind zur Neutralität verpflichtet. Aber das heißt ja nicht, dass wir nichts machen oder so ähnlich. Ja, genau. Die haben halt den Begriff AfD nicht verwandt, aber haben halt auf diese Demo hingewiesen, diese Brandmauer-Demo, die Brandmauer gegen Rechts-Demo, genau. Und nur um das nochmal jetzt zu verenden, also man kann sich nicht als Rechter freimachen von Linken, weil Linke nun mal das Machtmonopol haben aktuell. Und ich halte das für eine abstruse Unterstellung zu sagen, als Rechter würde man sich abkanzeln. Das geht einfach gar nicht. Das geht nicht. Ja. Zu einer Radikalisierung. Das ist Berlin, oder? Mal schauen. Man kann
das nicht abstrahieren, wie sehr man Menschen beeinflussen kann, wenn man sie bombardiert mit Nachrichten zu einem Thema, die alle auch noch gefärbt sind in einer ganz bestimmten Richtung. Und die AfD hat es früh verstanden, dass es je härter die Aussagen sind, je bedrohlicher die sind, je schlimmer das Horrorszenario ist, was man an die Wand wirft, umso höriger werden... Alter, das ist Politik. Das ist Politik. Frag doch mal die Grünen, was die machen zum Thema Klima. Da heißt es den ganzen Tag, da wird im fucking Kinderkanal, wird den Kindern eingetrichtert, die Welt geht unter. Und du wirst in 2 Jahren absaufen, wenn du jetzt Plastikspielzeug noch weiter dir kaufen lässt von Mutti. Meine Fresse. Also selbst wenn das so wahr wäre, kannst du ja einfach sagen, wir haben also normal den ARD oder den öffentlichen rechtlichen Rundfunk kopiert mit seinen Hiobsbotschaften. Richtig, richtig. Also das ist... Das ist eigentlich diese Einseitigkeit. Nicht Reflexion. Wie heißt das hier? Wenn du was du selber bist, auf andere überträgst. Projektion. Projektion, danke, danke. Ja, richtig, richtig. Stimmt. Rücker werden einem die Menschen. Bei jeder Krise ist es auch nie immer nur eine Krise. Es ist immer eine Katastrophe, die mindestens die Existenz Deutschlands bedroht. Ja, die Klimakrise wurde zur Klimakatastrophe. Ja, das stimmt. Da war doch irgendwas. Und jetzt mal mit der Migration, das bedroht die Existenz Deutschlands. Deswegen, also bin ich mir sicher, einfach weil sich halt unsere ethnische Zusammensetzung so weit verändert, dass wir irgendwann in 30, 40 Jahren, wenn das so weitergeht, nicht mehr wirklich Deutsche sind. Also dann sind wir halt ein Mischvolk, dann sind wir halt nicht mehr die Deutschen. Ja, also, und damit einhergehend geht ja auch hier alles kulturell, industriell, sozial, zusammenlebend vor die Hunde. Richtig, richtig. Will man das? Also wo ist denn da der größere Gewinn? Außer, dass man Mischvolk wird. Ja, cool. Ich finde halt den Begriff Katastrophe für das Thema Migration an der Stelle da nicht übertrieben, muss ich wirklich sagen. Ja, du weißt ja, ich bin jetzt nicht so der, der sich an so einem unbedingt aufhängt. Ne? Ja, ja, ja. Wichtig ist das, was passiert. Richtig, richtig, richtig. Definitiv habe ich Angst gehabt. Klar, vor ganz vielen Sachen. Ich habe zum Beispiel Angst gehabt, dass wir Hyperinflation erleben, dass ich mir keine Zukunft aufbauen werde können. Also Existenzängste. Aha. Und hast du? Wie ist es denn mit der Inflation, Franziska Schreiber? Wie ist es denn? Ist es besser geworden? Also war es gut, jetzt wieder zurück zu den Etablierten zu gehen? Ja, hast du jetzt mehr Geld in der Tasche? Wahrscheinlich hat sie jetzt mehr Geld. Ja, aber kannst du dir mehr leisten von dem Geld? Also wenn ich in den Supermarkt gehe in letzter Zeit, ich krieg einfach nur das Kotzen. Ich krieg's blanke Kotzen, ganz ehrlich, bei allem. Also die Milch 1 Euro, das Brot 1 Kilo 2 Euro. Ein Sack Kartoffeln oft schon fast 3 Euro. Die Zwiebeln, ein Sack Zwiebeln über 2 Euro. Also, ja. Das ist heftig, ja. Dann ging es immer mehr um das Thema Islam. Da habe ich mir gedacht, werde ich meine Frauenrechte verlieren? Werde ich meine Gleichberechtigung hier verlieren? Ja? Wenn immer mehr patriarchale Machtstrukturen sozusagen Einlass finden in unsere Gesellschaft. Kurze Antwort, ja, wirst du. Und du willst jetzt sagen, dass es nicht so wäre, oder was? Natürlich ist es so, um Gottes Willen. Guck dir doch also diese... Sie macht jetzt diese... echt diesen Kotau so. Alles, was ich gedacht habe, ist falsch, oder was? Ja. Ja, aber alles, was sie da befürchtet hat, tritt doch langsam ein mit diesen Schulklassen, mit diesen Chats, dass du gefälligst dich zu vermummen hast als Frau oder zu verhüllen hast. Ja, eben. Du musst nur mal an eine mehrheitlich muslimische Schule gehen. Da verlierst du schon deine Rechte als Frau. Da geht das schon los. Und wenn das Gesamtgesellschaft ist... 10 Jahre ist, reifen, dann können die wählen? Eben. Oh, Junge. Oh, Junge, ja. Entwickeln wir uns dann vielleicht wieder zurück? Man darf das auch nicht unterschätzen, was das mit der Psyche von Menschen macht. Irgendwann ist es egal, was Böcke wieder gesagt hat. Irgendwann ist es einem egal, wie viele Rassisten in der AfD sind. Irgendwann ist es einem egal, solange nur diese schlimme Sache nicht passiert, vor der man da die ganze Zeit Angst gemacht hat. Also wie die wirklich auf jeden Zug aufspringen. Höcke böse und Rassisten in der AfD. Und ja, gut, ich habe mich schon genug dazu ausgekotzt. Also sie hat ja sinngemäß fast das Richtige gesagt. Ne? Irgendwann ist es einem egal. Ja, das stimmt, ja. Also mir ist es völlig egal, ob die Medien wieder schreien über den Höcke oder so. Ich lasse mich davon beirren in meiner politischen Meinung. Ich lasse mich da einfach nicht beirren. Ich gehe geradeaus weiter, aufrecht. Ja. Das ist übrigens auch ein Zitat von Höcke gewesen, dieses Thema aufrecht. Ein Deutscher geht aufrecht. Ganz zum Schluss habe ich auch gemerkt, dass rassistisches Denken Einlass gefunden hat. Ich habe das so an Verhaltensweisen gemerkt, die ich sonst von mir nicht kannte. Also zum Beispiel habe ich immer einen großen Bogen um die Flüchtlingsunterkunft bei mir zu Hause gemacht und bin einen anderen Weg gegangen, ne, der nur um dann ja nicht vorbei zu müssen, weil ich Angst vor den Männern dort hatte. Und ja, war das denn irgendwie unbegründet? Ja, echt mal, das ist doch begründet. Schau dir doch nur irgendeine Kriminalstatistik an.
Also vergleich doch mal Zuwanderer und einheimische Männer in der Kriminalitätsrate. Also, Alter! Das war doch letztens erst diese, wo die das Flüchtlingsheim neben das Klinikum gesetzt haben und dann ist der Direktor abgestochen worden. Das war doch erst. Also, ja, das war vor allem in meiner Heimatstadt in Chemnitz. Ach doch, war das, ja. Ja, ja. Also es ist ja jetzt wirklich nicht so, als würden wir über Nicht-Probleme reden, die groß aufgeblasen worden sind, dass du Angst hast, sondern das sind reale Probleme. Ja, ja, ja. Das war dann ganz zum Schluss, wo ich dann auch gemerkt habe, so bist du nie gewesen. Und ich behaupte, dass es kaum einen Menschen gibt, dem das nicht passieren könnte. Es gibt kaum einen Menschen, sei er noch so moralisch und noch so anständig, wenn er zur richtigen Zeit in die AfD eingetreten wäre, hätte man ihn mit dieser stillen, leisen, sukzessiven Beeinflussung irgendwann an einen Punkt bekommen, wo er nicht mehr er selber ist. Alter, weißt du, wie perfide ich das gerade finde? Das ist nämlich so diese typische NS-Erzählung, weißt du? Also das ist ja dieses selbe Narrativ, ja, dass die Leute an sich normal waren, aber dass die halt irgendwie so verführt wurden zum NS so extrem geworden sind. Und genau das bedient die jetzt. Also und auch ganz bewusst. Also das soll halt wieder absichtlich in diese Richtung gehen. Gehe ich fest davon aus. Also das ist schon sehr, sehr ähnlich zu diesem NS-Narrativ, wie sich halt die Deutschen verführen haben lassen von Hitler, wie es immer so heißt. Also die Deutschen waren unmündig, Kinder und wussten nicht, was sie tun. Ja, so, ja, ja, teils, ja, ja. Was ich hier gut finde im negativen Sinne bei dieser Doku, es sind immer diese kleinen Zwischensequenzen, wo da so einer vor so einem Laptop immer sitzt. Warum? Halt so inselmäßig, also das haben die schon sehr perfide durchgezogen hier. Ja, auch Fons, ich spule jetzt nochmal zurück, da war so ein Bild zu sehen, wo ich gefragt habe, ist das Berlin? Da war von außen so ein Plattenbau zu sehen. Mhm. Ich glaube, das war sogar die Franzi Schreiber. Und da war im Hintergrund so ein AfD-Poster, dann war die dort allein in diesem hell erleuchteten, hässlichen Zimmer. Also ja, das war auch so dieses, ja, wie du sagst, Inselding oder so ein bisschen dieses Außenseiter-Ding. Also irgendwie eigenartig. Also so nur die Randgruppe der Vernachlässigten, Alleinstehenden kann damit was anfangen. So. Richtig, du siehst da nie eine Familie, die da irgendwie, keine Ahnung, Artikel durchnimmt oder sowas. Ja, ja, ja. Jeder, der Angehörige in der AfD hat, wird das bestätigen. Das sind nicht die gleichen Menschen. Ach komm. Ich weiß noch, mein Opa, den hat es sehr stark beschäftigt und getroffen. Ne, weil der ist ein alter Sozialdemokrat mit Überzeugung. Okay, ich mach das Fass auf, scheiß drauf. Es ist ja in meinem familiären Umfeld genau dasselbe, weil sie ja gerade überzeugter Sozialdemokrat sagt. Das, woran diese Opas bei Sozialdemokratie denken, ist nichts, was die SPD heute auch nur im Ansatz vertritt. Gar nichts. Nee, null. Also die müssten da eigentlich austreten. Oder ausgetreten werden, denn das, was die sich unter Sozialdemokratie vorstellen, ist heute irgendwie rechtsextrem. Ja, das ist alles ja, so absurd. Also, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber sich von älteren Menschen zur heutigen Politik leisten zu lassen, ist ein ganz, ganz schlechter Ratgeber. Also einfach, weil die nicht mehr, die sind halt noch im Alten verhaftet. Also so in diesen alten Strukturen, wo es am besten nur zwei Parteien gab, SPD und CDU. Gut, bei uns damals gab es ja sogar nur eine. Ja. Wir waren schon einen Schritt weiter. Genau. Und naja, das kann man, also man sollte sich nicht von seinen Großeltern da leiten lassen. Also zum Beispiel mein Opa, den ich sehr gern hatte, der hat immer CDU gewählt, meines Wissens. Und er hat auch immer so ein bisschen belächelt, so, ja, du, dass ich die Blauen wählen und so. Also er hat immer die AfD die Blauen genannt. Ja, aber ich meine, war halt trotzdem mein Opa. Also wir haben das jetzt nicht groß diskutiert. Ich meine, ich weiß nicht. Mein Opa hat halt seine politische Meinung, die ich halt falsch halte, und ich habe meine, und da muss ich mich ja nicht von dem beeinflussen lassen. Also bei mir war halt der Unterschied, dass der Opa völlig unbewaffnet war. Also der hat die halt so aus der Historie gewählt, aber der konnte jetzt nicht sagen, warum er sie jetzt wählt. Ja, und das war nämlich bei meinem Opa genauso. Also der hat das einfach gemacht, weil er das schon immer gemacht hat. Das war halt so ein lebenslanger CDU-Wähler letztlich. Er hat halt wahrscheinlich so nach der Wende dann die ersten paar Mal CDU gewählt, fand das sinnvoll. Und hat es halt einfach bis zum Schluss durchgezogen. Weil er auch gar nicht die Kraft hatte, mental jetzt sich da immer politisch zu informieren, was jetzt der aktuelle Diskurs ist. Ja. Er hat jetzt einfach gedacht, naja, ich bin auch damit immer gut gefahren. Ich habe jetzt ja meine Rente hier.
Und die habe ich der CDU zu verdanken und deswegen gebe ich was zurück, ja, ja. Richtig, richtig, genau. Und der Helmut Kohl, der hat doch damals die Wende, da war der Bundeskanzler, als die Wende war, das war doch ein ganz guter. Genau. Ja. So was in unserer Familie vorkommt, das ist so traurig, das kann er überhaupt nicht verstehen. Alter, was ist denn das auch für eine Aussage von dem Opa, dass sowas in unserer Familie vorkommt, dass jemand der AfD ist? Also das ist auch ein schlechter Opa, ganz ehrlich. Also ich hätte jetzt auch erwartet, dass das kommt, du bist enterbt oder so, weißt du. Aber was ich noch für ein Fass aufmachen will, guck mal, ich skippe noch mal ein bisschen rum. Diese Bildchen hier, das ist ja irgendwie so gebaut. Also das ist ja irgendwie... Das ist eine Collage irgendwie, ne? Eine Collage, irgendwas. Aber dass sie dafür halt schon Geld ausgegeben haben. Also da musst du ja irgendeiner solche Sachen hier 3D modelliert haben. Also ein Zimmer, wo die Franzi Schreiber vor dem Laptop sitzt und dann im Hintergrund das Frau Petitbild. Also ja, für sowas wird halt Geld ausgegeben beim Rundfunk. Mhm. Man könnte an so viel Ecken sparen. Das hätte es nicht gebraucht, jetzt diese Einstellung. Ich wette, das ist safe, mindestens ein Arbeitstag hier. Ja, die haben das jetzt ja 4-5 Mal schon gebracht, also damit erzeugst du ja eine Stimmung. Also in ihren Augen war das absolut gut angelegtes Geld. Ja. Und das hat mich natürlich unglaublich verletzt, weil ich dann gedacht habe, okay, ich bin kein Teil mehr der Familie, weil ich nicht die richtigen Einstellungen habe. Aber darum ging es gar nicht. Es ging darum, dass dort ein ernsthafter, ja, ein Vertrauensbruch irgendwie passiert ist, so nach dem Motto, wir haben doch Grundwerte. Alter, doch, genau darum ging es. Du hattest eine andere politische Meinung, das fand dein Opa scheiße. Und du, also, die wurde buchstäblich gegaslightet von ihrem Opa, wie man immer so sagt. Ja, stimmt, also, das ist mal ein gutes Beispiel für Gaslighting, ja. Ja, ja, also der Opa hat ja erfolgreich eingeredet, dass was die denkt einfach grundfalsch ist und dass das schlecht ist. Nee, ist es nicht. Das war nicht schlecht. Das war halt einfach eine andere Meinung und gut ist. Da muss der Opa das aushalten. Also ja. Die korrekte Antwort wäre gewesen zum Opa, gut, das kann man so einem Opa nicht sagen, also kannst du ihm nicht fick dich sagen, aber sagen, Opa, ich will denn mit dir darüber reden, ich finde, du hast politisch keine Ahnung, ich mag dich trotzdem, lass uns das so einfach jetzt außen vor lassen. Wenn dann der Opa aber nicht aufhört, dann, ja, ganz ehrlich, dann würde ich halt mit dem Opa auch weniger Zeit verbringen. Das ist dann traurig, aber ist so. Ja, also für meine Begriffe war das tatsächlich jetzt schon auch noch zu hart formuliert, aber du könntest halt sowas sagen, hier, komm Opa, so selten wie wir uns sehen, da wollen wir nicht über irgendwelche Tagespolitik quatschen. Lass uns ins Zoo gehen oder so. Ne? Ja, du hast es besser ausgesagt, ja. Unterstützende Partei, die offensichtlich mehr und mehr ablehnt. Und wie kann das in unserer Familie passieren? Je mehr meine Familie Druck gemacht hat, ne, und je mehr ich auch gemerkt habe, okay, ich war noch nicht bereit zu sagen, ihr habt recht. Und das hat eigentlich dazu geführt, dass ich diesen Kontakt... Ich finde das gerade richtig witzig. Das appelliert einfach an ihre persönliche Schwäche in ihrer Meinung und auch an die persönliche Schwäche der Zuschauer. So, lasst euch bloß von den anderen Leuten leiten. Also wenn ihr irgendwo eine Demo seht, die gegen rechts ist, dann überdenkt mal eure politische Meinung. Und das ist für mich ein Ausdruck von Schwäche, dass nur weil irgendjemand anders mir die ganze Zeit was einredet, dass ich dem dann auch noch nachgebe. Also das finde ich wirklich schwach. Na, ist halt clever gemacht. Sie baut jetzt das Bild auf, dass die AfD nur Rattenfänger sind, denen jeder auf den Leinen gehen kann, aber mit familiärem Rückhalt findet man zurück ans richtige Ufer oder sowas. Genau, genau. Und das ist das, was ich meinte auch vor uns mit dieser NS-Erzählung. Also dieses, ja, jeder kann da abrutschen und so, das kann jedem passieren, weißt du? Ich diesen Kontakt ja quasi abgebrochen habe. Über ein Jahr war so gut wie gar kein Kontakt zu meiner Familie da. Aber auch das hast du doch wieder selber gemacht. Also wollt ihr nicht endlich mal ein bisschen für euer eigenes Handeln Verantwortung übernehmen? Jetzt schiebt sie das wieder irgendwie der Partei in die Schuhe. Ich verstehe das nicht. Ja, ist komisch. Eine Strategie, die dahinter steht. Man möchte nicht, dass AfD-Mitglieder ein großes Sozialleben außerhalb der Partei haben. Man möchte die schön an sich binden. Und das ist auch ein ganz großes Problem für viele, die drin sind und die... Ach Gott, Entschuldigung, jetzt lügt sie halt hart rum. Also, jetzt lügt sie völlig hart rum. Also das ist irgendwie eine Strategie, wäre der AfD, ja, von wegen, wir machen immer so krasse Lagerfeuer zusammen und dies und das. Also das ergibt sich einfach von alleine, ganz ehrlich, du wirst doch als AfDler einfach von vielen Leuten auszukennen. So wie von deinem Opa. Denk doch mal an dieses Beispiel einfach. Das ist der Grund, warum sich dann AfDler natürlich auf sich selber zurückziehen. Also ja, aber was sie hier skizziert, ist ja sinngemäß, dass irgendwann so ein Funktionär an dich herantritt und sagt hier, hallo Parteigenossin, sie reden aber zu viel mit ihrem Vater und ihrem Großvater. Ja, das müssen sie erstmal minimieren. Das ist vor allem so dieses Sektennarrativ, als wäre das wie in einer Sekte, weißt du? Jetzt zum Beispiel bei
oh Gott, ne, Zeuge Jehovas zum Beispiel ist es ja so, da muss halt die ganze Familie da Teil sein, der Zeugen, und wenn da einer irgendwie ausschert, dann gibt es da übelst Tohuwabohu. Und das ist ja eine AfD, um Gottes Willen, das ist auch gar nicht so, als würde es da immer heißen, so, wir machen jetzt jeden Sonntag Lagerfeuernacht und da müssen sie erscheinen und ich will nicht, dass sie in der Uni mit anderen Leuten sprechen. Also wirklich so diese Sektenerzählung, das ist einfach Quatsch. Also wir kennen ja beide so ein paar Mitglieder. Es ist halt nicht so, du bist halt ein stinknormales Mitglied, wie du in irgendeinem scheiß Verein Mitglied bist, und wenn du mal keine Zeit hast, weil du arbeiten bist, weil du das mit deiner Familie im Urlaub fährst, dann ist das so, da kommt keiner und sagt, ja, dein Urlaub, den cancelst du jetzt bitte. Ja, eben. Unfassbar. Okay, ich mache mal ganz kurz zurück. Rational schon begriffen haben, dass diese Partei gefährlich ist, die aber gar niemanden mehr haben, zu dem sie außerhalb gehen können. Die haben gar kein soziales Netz mehr, weil alle den Kontakt abgebrochen haben, die noch bei Anstand und Verstand sind. Alter, wie eklig. AfD ist also unanständig, wir haben es verstanden. Und ja, böse und, gut. Ja. Das war's jetzt auch mit dem Clip. Die letzten 10 Sekunden brauchen wir uns, glaube ich, nicht mehr geben. Also wir haben auf jeden Fall gelernt, dass man auch im Sitzen ordentlich nachtreten kann, ne, Frau ja. Schreiber? Bin gespannt, was mal aus der wird. Also jetzt ist sie ja sozusagen bei einem neuen radikalisierten Verein untergekommen. Naja, denkst du, aus der wird noch was groß? Also ich denke, also ganz ehrlich, dass diese Doku, das ist jetzt auch das erste Mal seit langem, dass ich die mal wieder sehe. Die hat halt dieses Thema, ich war in der AfD, die hat ja auch dieses Buch Inside AfD geschrieben. Also sonst hat die nichts zu bieten. Also die ist einfach eine uninteressante Persönlichkeit. Ja, die wird, denke ich mal, immer mal wieder hingesetzt, eben wenn es darum geht, dass sie so einen Dulli brauchen, der da drinne war. Und ansonsten macht sie den Reich anders, der in der Bedeutungslosigkeit verschwindet. Ja, auf jeden Fall. Und das Gute ist, je mehr Zeit vergeht, desto irrelevanter wird die einfach auch, weil ihr Bezug zur AfD ja immer weiter her sein wird. Also, ich meine, 2017 ist sie raus aus der Partei, jetzt ist es schon 2024. Es ist länger her, als sie in der Partei drinne war. Ne? Ja, eben. Und 2027, da ist es dann sogar schon 10 Jahre her. Also da braucht man dann nicht mehr mit irgendwelchen alten Kamellen kommen. Ah, da gibt es dann also, Special, pass auf. Ja, da gibt es dann halt andere Politiker, also was weiß ich, Joanna Kotar oder so. Also es gibt ja leider immer mal ein paar Aussteiger aus der AfD, die dann nachtreten. Ja, naja. Du, was heißt leider? Das ist ja ihre Entscheidung. Alles gut. Ja. Sollen sie machen. Ja. Na gut, ich hoffe, wir haben euch nicht totgequatscht, liebe Leute. Ach nein. Und ihr fandet es ein bisschen spannend trotzdem, den guten Franzi mal zu lauschen. Und in dem Sinne... folgt uns, teilt uns, kommentiert uns die ganze YouTube-Scheiße. Ich muss das jetzt mal sagen. Nein, ach, macht, was ihr denkt, aber wir freuen uns, wenn ihr weiterhin am Ball bleibt und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.